Ja, Kinder, setzt euch mal vor eure kleinen Bildschirme und seht euch mal an, wie man damals noch Leute gekillt hat hier im Ersten Weltkrieg an der Seite der britischen Hurensöhne, die immer Tee trinken. Mit dabei ist natürlich Twinscube. Nein, eigentlich nicht natürlich. Er hat den Squad neu gejoint und ich bin tot. Genauso hat man's damals gemacht. Bist du nicht? Spritze in den Arsch, nicht nur Deception. Ja, er hat mich geholt, Alter. Meine alten Knochen haben mich trotzdem im Stich Scheiße. gelassen. Wo ist das? Nein, nein, nein. Oh, Ja, mein alter Kamerad ist gerade zur Frau geworden. Schnauze. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Battlefield 1 und ich kann eigentlich schon die ganze Zeit spawnen, hängt trotzdem noch im Menü fest, weil ich einfach Bock habe. Ja, ich habe mir den Twinscube rangeholt, beziehungsweise der Twinscube hat sich Battlefield geholt und meinte, wollen wir da was zusammen machen? So lief's er. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, das war scheiße, aber dann kann ich ihm ein bisschen was beibringen. Ja, mein Freund, So, ist jawohl. richtig. Kannst du mal weniger unter Beschuss sein, sondern mehr so in Spawn? Ja, Dankeschön. Ja, mehr in Spawn. Spawn-Ferkel. Ich muss hier Kills machen, Alter. Ich muss mal wieder zeigen, was ich drauf Hinter dir! habe. Nicht gut. Gut, das Glaube, kam ich zu auch Mord. spät. Einen habe ich gekriegt, aber da kamen 80. Ja, gut. Wir haben zwar nur 12 Gegner, aber da kamen 80. Das ist immer so gewesen damals im Ersten Weltkrieg. Ah, ich konnte gerade nur Random scannen. Gasgranate! Da hast du zu viel Senf eingeatmet, mein Freund, das ist nicht gut. Au, au, au! Ich bin Senf tot. sollte man auch nicht einatmen, das schmiert man irgendwo rauf. Was macht denn der Kollege, der da steht? Ist der irgendwie gegen Baum gelaufen oder was? Keine Ahnung, also. Oh, nein, nicht gut. Nein, ach, ich hab nicht gecheckt, dass das ein Gegner ist. Boah, ey, ich hab beide gekriegt, hinter uns steht noch einer. Ja, Mensch. Es läuft Da also hat die gut. Merkel die aber gut ausgebildet, muss ich sagen, du. Also besser als ich dachte. Ja, danke, Merkel. Erstmal Tee trinken. Päuschen! Ja, also, falls ihr euch wundert, warum wir hier so scheiße reden, das liegt daran, wir haben uns gedacht, wir bringen da noch ein bisschen Würze mit rein. Labern dann so wie alte Säcke, die dann ihre Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg erzählen. Wie sie Es hier wird doch viel alles lustiger, wenn du es wegwaben. erklärst. Ah, fuck, nein, jetzt wurde ich von hinten gemessert, Alter. 360 No-Scope, so habe ich es damals auch schon gemacht, mit einem Panzer. Panzer. Mit einem Panzer 360 No-Scope, Alter. Vor allem, der dreht sich ja auch so Boah. elendlich langsam hier im Ersten Weltkrieg. Erstmal 360 No-Scope. Ich brauche mal kurz 2 Minuten. So, der ist da im Haus drin. Dann baller ich den hier jetzt mal mit Granaten voll. Oh, nein. Ach, fuck you, ey. Es war auch schon damals normal, dass wir endlos wieder spawnen konnten. Oh, dieser Feldeinsatz hier von dem Typen rechts im Bild, guckt ihn euch an. Genau so wurde es damals nicht gemacht. Ich drehe hier am Eierstock, Alter. Was? Was denkst du denn, was da rauskommt? Das willst du nicht wissen. Jawohl, Taube Nein, zerstört! zerstört. Von dir oder was? Warte hier, ich heil dich, Keine Ahnung, das wird immer angezeigt. Wenn die zerstört wurde, kriegt jeder die Punkte. Auch wenn die abgeliefert wurde. Du solltest dich zurückziehen, ja. sonst macht er aus dir ein Fischstäbchen. Hab mich zurückgezogen, komm jetzt, kommt er über die Mauer. Ah, du kleiner Hurensohn! Da wird der Tee sonst zu heiß, dann schmeckt der nicht mehr. Jawohl. Ja, wir hatten ja auch schon ein paar Runden so mal gespielt. Also ihr könnt echt gute Dinger von uns erwarten. Wenn wir in Team spielen, ist da gut was möglich. Ich krieg den und der Sniper gibt mir direkt den Headshot. Der ist da oben in dem scheiß Fenster drin. In welchem Fenster? Na, in dem einen von den. Naja, Spiel Lotto. Okay. Mach ich. Lotto King Karl. Sag doch, dass da unten einer ist. Nein, jetzt wurde ich gemessert. Nee, wurdest du nicht. Oh.
Gas. Meine alten Knochen. Maske auf. Oh. Ich werfe ja auch mal Gas hin. Ach ja, und wir spielen den Modus Kriegstauben. Mal so nebenbei. Ist ja nicht wichtig. Ach, Alter, hat die mich erwischt. Kannst du mich nochmal holen? Ja. Moment mal. Ich hänge. Zack. Lol, alles klar. Meine Leiche ist bei mir rausgeflogen und du belebst mich hier im Turm wieder. Finde ich gut. Weiß zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber mach das mal öfters. Vielleicht nicht gar nicht Twins Cube, sondern Harry Potter. Nein, das ist ja doch ein Gegner. Lol, Alter, was war das denn für ein Scheiß, ey? Das darf ich eigentlich gar nicht zeigen. Oh! Ich hatte dich! Scheiß, ich bin tot. Die Artillerie war damals schon der Shit, ey. Die hat einfach alles weggefickt, was nicht nied- und nagelfest war. Wieso kam denn da jetzt Artillerie? Ich dachte, das kommt nur bei der Taube ab. Ja, das kommt nur bei der scheiß Taube. Ja, die Gegner haben eine abgeliefert. Was sind das für Gegner? Ja, scheiß Gegner. Das sind halt die Deutschen. Moment, sind das die Deutschen? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich, ne? Ja, das sind die Deutschen, ne? Ah, fuck, Mann. Ich krieg den auch nicht. Der hat eine Schrotflinte und holt mich auf 30 Meter Entfernung mit zwei Schuss. Alles klar. Danke, EA DICE. Ihr wisst, wie Schrotflinten funktionieren. Danke, Merkel. Haben sie gut gemacht. Mann. Also die Merkel, die hat echt Militärleute, die können jemandem beibringen, wie sie ja aus 30 Millionen Meter jemanden mit einer Shotgun snipet. Das musst du auch erstmal hinkriegen, ja? Oh, Sniper, überall Sniper. Shotgun-Sniper? Ja, alles klar, Alter. Ich hab den Namen von der Folge, ey, Shotgun-Sniper. Ey, da schon wieder der Redzone! Läuft gut, oder was? Ja, kannst du mal davon aussehen. So, wir müssen hier jetzt mal ein bisschen taktischer. Das kann ja nicht vorgehen. Das kann ja nicht vorgehen, dass ich hier so angehe. Ja, das stimmt. Taube! Taube! Ich hab sie nicht getroffen, als ob! Die Taube hat die Nachricht des Feindes zugestellt. Du bist so schlecht. Du bist so dermaßen, ne? Ey, ich war länger am Leben als du. Ja gut, ich spawn in der Artillerie! Kann man ja auch mal machen, Alter. Ah, ich hab's überlebt. Ja, ich tu. Ja, von der Windmühle steht auch noch viel. Moment, ich geh mal kurz nach oben. Jo, das war's. Oh, Taube. Oh! Flammkit! Nein! Ah, okay, du hast es. Ja, zumindest ist es in der Familie geblieben. Dann stehen bleiben. Da sind welche vor der Tür. Ich hocke meinen Bunker über mir 3 Meter Flammbeton. Block mich doch mal nicht alle! Moment, ich kann glaube ich. Doch kann ich. Ich kann bei dir spawnen. Oh, ich darf das gar nicht machen, sonst habe ich ein Problem. Ja, dann schreibst du nicht weiter. Moment, ich bin hier gerade eingequetscht. Ich wirf hier draußen alles mit Gas voll. Wer rein will, muss eine Gasmaske aufhaben. Nope, Sir. Heute nur für geschlossen. Oh. Heute nur für geschlossen, ja. Heute nur für geschlossene Leute. Ja, ja. Hier ist nur für die Briten, keine Deutschen dürfen rein. Pizza Margarita Tee. Oh shit. Lass mal die Taube fliegen. Taube ist unterwegs. Taube ist unterwegs. Da hab ich schon. Nee, du hast die noch. Du musst im Freien sein. Also darfst nichts über den Deckel haben. Und ein Viereck gedrückt halten. Ja. Oh, hoffen, dass sie nicht abgeschossen wird. Ja. Nice, jawohl. Die guten britischen Kriegshauben, das sind die richtigen. Das ist genauso wie bei Porsche, Alter, und Opel, das ist auch kein Vergleich. Orkel! Nice! Orkel! Nice. Orkel! Ja, man kann, Alter, da echt gut Punkte kriegen. Was, der Einsatzpunkt ist nicht verfügbar? Mein Kamerad ist mein Einsatzpunkt, du Hurensohn! Ja, geht doch. Oh, nein, oh. Zu deiner linken Flanke. Oh shit, von vorne auch. Der Shotgun-Sniper. Ich habe zwei Leute gekillt.
kannst noch einiges von mir lernen. Digga. Hast du ein Medikit für mich? Hier die... Ja, warte, wo bist du? Ich stehe hier. Du musst doch mal stehen bleiben, du Kackfratze. Ach Quatsch, brauchst du einfach nur werfen. Okay, so. Nice. So, da hinten. Taube. Go, 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 go. Wo ist sie? Da. Moment mal, ist hier einer oben? Jawohl! Gemessert! So. Alles gut, ich bin entspannt. Da hinten ist die Taube. 38 Meter genau in dem Haus da. Oh, Gasgranate rein. Ja, er stickt alle. Nice, ich habe einen Kill gemacht. Aber da sind noch mehr. Ich auch. Oh nee, der Feind hat die Taube. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ne? Fuck. Nice. Oh. Wir schreiben, jawohl. Los, flankieren, Glupfi. Ja, ich baller schon, was ich kann. Einen hab ich. Jawohl. Oder oben auf dem Dach war einer, hat mich geholt. Alter Vater, ey. Oh, oh. Nein, der Feind. Wo bist du? Da. Komm, lass mich spawnen. Okay, die Taube liegt da wieder. Der Feind. Nee, die liegt da wieder. Hinter uns. Der liegt da hinten in der Ecke und kämpft. Ja, ich sehe ihn. Okay, jetzt ist er weggerannt. Nein, nein, nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich bin tot, ich wollte gerade abknallen. Nein, ich wollte auch gerade. Nein. Ich musste erst einen Kill machen, sonst wäre ich gestorben. Artillerie, mein Arsch. Das gab ein tiefes Septier, ne? Ah, gay. Ja, Kinder, genau so war der Erste Weltkrieg. Wir waren die Volllappen, die Deutschen waren stärker. genau so ist es passiert. Ja, ist keine Lüge. Alle Geschichtsbücher, alle falsch geschrieben. Die Lehrer haben keine Ahnung. Deutschland hat gewonnen. Zumindest diese Schlacht, ja, aber... Scheit. Wir zeigen euch den wahren Verlauf der Geschichte. Komm, Battle Pack. Respawn gab es übrigens damals auch schon. Das war damals normal. Bist du gestorben, bist du einfach wiedergekommen. Kein Ding. Hab ich eins? Nee. Neutralisierte Träger ein. Damit bin ich top. Super, danke. Hat noch ein... Oh, ja, wer ist Erster und Zweiter? Muss man da noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was hat wirklich so ein Scheiß? Alter, wie viele Team, Kills Alter? Haben wir, ey? Der erinnert noch ein 26-15, Alter. Vor allem immer, wenn wir zusammenspielen, wir sind einfach immer die ersten beiden. Wir sind einfach die besten Battlefield-Spieler, die es gibt auf dieser Welt. Also man kann jetzt mal ignorieren, dass der Gegner 7200 Punkte hat. Wir sind die Besten. So. Ja, dann verabschieden wir uns für die Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn der Krieg in der Wüste anfängt. Tschüss. So, jetzt